Ohne Schmerz kein Lohn. Warte, Jackie. Ich mach das. Ermac war schwach. Er hatte deine Arme genommen, dich aber nicht getötet. Ganz richtig. Ich bin ein Zeherhund. Fight! Einzige, der schwach ist. Los, holen wir uns das Ding und raus. Dad, deine Arme. Sie sehen aus wie von Chronika entworfen. Was tust du? Ich gebe dir das Leben, das du verdienst. Und zerstörst das Universum? Nicht zerstören, ich starte es neu. Die Zeit als Wiedergänger. Die verlorenen Jahre, die Dinge, die ich tat. Deine Mom gab mir Halt. Doch ich war dir nie ein guter Vater. Du redest Unsinn, Mann. Du hast eine tolle Tochter, eine gute Soldatin. Sie sollte keine Soldatin sein. Ich wollte nie, dass du all diese Risiken auf dich nimmst. Hätte ich nicht versagt, hättest du nicht den Drang gehabt, das tun zu müssen. Das ist nicht der Grund, warum ich das tue. Bitte,
Gib mir die Krone. Ich will niemandem wehtun. Das ist doch einfach irre. Halt dich zurück. Du solltest nicht gegen dein Dad kämpfen. Ich werde das mit mir selbst ausmachen, okay? Hätte nie gedacht, dass ich mal so tief sinke. Du hast keine Ahnung, wie schlimm es noch kommen wird. Deine Arme zu verlieren, war erst der Anfang. Du hast gelitten. Das musst du immer noch. Aber man verrät seine Einheit nicht. Und seine Familie schon gar nicht. Fight. Das wieder gut machen können. Er ist K.O. und erholt sich. Wie geht's dir? Platt. Dito. Er kann nicht hier bleiben. Schaffen wir ihn zusammen mit der Krone raus. An diesen Ort muss ich so schnell nicht zurückkehren. Sehe ich genauso. Sterblicher! Händigt Kronikas Krone und den alten Jackson Briggs aus. Dann wird euch nichts geschehen. Keine Chance. Du hast die Götterältesten verraten, Cetrion. Kronika muss das Gleichgewicht wiederherstellen, das Raiden zerstört hat. Siehst du nicht, dass er hier das Übel ist? Wenigstens ein Übel, das wir kennen. Besiegen wir einen Götterältesten? Cassie hat Shinnok besiegt. Nur weil die Cages von Geburt an irrsinnig magische Kräfte haben. Vielleicht haben wir unsere eigene Magie. Nun tretet zurück. Wenn ihr Widerstand leistet, werdet ihr leiden. Ich lass nicht zu. Das diskutiere ich nicht. Dein Geist ist zu schwach, um Kronikas Waffe zu tragen. Nimm sie ab zu deiner eigenen Sicherheit. Jetzt ist nicht die Zeit für Sicherheit, sondern für Taten. Fight.
Cassie Cage. Du wurdest gewarnt! Einfache Sterbliche können die Krone nicht kontrollieren! Ich wollte dir nicht wehtun. Doch nun zwingst du mich dazu. Was zur Hölle machst du? Gib mir die Krone und ich werde sie verschonen. Nein! Gib sie ihr nicht! Geh! Ihr Leben liegt in deinen Händen. Niemand will hier irgendwen verletzen. Ich bitte dich, überlass die Kleine nicht diesem Schicksal. Verflucht! Und jetzt bring Jackie zurück. Dad! Wie konntest du mir das antun? Ich tu dir nichts an, Jackie. Ich tu es für dich. Aus Liebe. Konica erwartet uns. Komm schon. Der Kampf geht weiter. Das hier wird uns Erlösung bringen. Vielen Dank, euch beiden. Ich spüre Besorgnis, Jackson Briggs. Normalerweise umgeben mich nicht so viele freundliche Gesichter. Wir sind ungleiche Verbündete, vereint für eine gemeinsame Sache. Sorg dich nicht. Lu Kang, Kitana, sind die Truppen versammelt? Sie sind auf dem Weg. Kitana und ich stellen sicher, dass sie wie geplant eintreffen. Ausgezeichnet. Während ich meine Kräfte sammle, rückt die neue Ära heran. Der Bericht von Jacqueline Briggs. Ihr Vater hat unsere Situation durch sein Handeln stark kompromittiert. Ich weiß, das ist schwer zu glauben. Auch wenn wir den Turm finden, ist Kronikas Macht wesentlich größer als unsere vereinten Kräfte. Vielleicht sollten wir doch Shinnoks Amulett einsetzen. Das geht nicht, Cassandra Cage. Ich habe gesehen, was man damit tun kann. Du hast die gesamte Armee des Unterreichs aufgehalten. Und das nicht mal mit voller Kraft. Ich kann mich nicht den Verlockungen seiner dunklen Macht aussetzen. Selbst jetzt ruft es mich. Kronikas Vorteile hin oder her. Wir müssen angreifen, sobald wir wissen, wo der Turm ist. Es ist Stunden her, dass wir von den Großmeistern gehört haben. Was machen wir, wenn sie nicht zurückkehren? Das müssen sie. Sonst ist alle Hoffnung verloren.
müssen unterwegs zu Kronikas Turm sein. Stimmt. Warum nutzen sie nicht Charons Flotte? Die Brücke strapaziert ihre Kräfte. Die Flotte untersteht Charon. Sie segelt nur auf sein Kommando. Da sie sich kein Stück bewegt, scheint der Chroniker nicht zu helfen. Dann hilft er vielleicht uns. Als wäre Charon zu Hause. Vielleicht empfängt er gerade unwillkommene Gäste. Geh zurück ins Erdenreich. Sag den anderen, wir haben ihn. Wir marschieren los, sobald ich zurück bin. Bist du sicher, dass Charon uns helfen wird? Nein, aber unsere beste Chance. Chroniker helfen sollen, Karl. Nun musst du dafür leiden. Ich bin unsterblich, Devorah. Du kannst mich nicht töten. Diese hier muss dich nur so zurichten, dass du Chronikers Heimlich befördern kannst. Erst Shelok. Jetzt, Chroniker, das wirst du nicht überleben. Diese hier sichert das Überleben des Schwarms. Du wirst die Shiraira Yu nicht retten. Fight! Ryu gehen nicht unter. Clan aus Blendern wird untergehen. Ich habe die Shirai Ryu erneuert und den Clan deutlich stärker gemacht. Auf der Grundlage von Heuchlern und Außenseitern. Chroniker wusste davon. Ursprünglichen Blutlinien.
Linien gäbe es keine Shirai Ryu. Das Massaker hat sie ausgelöscht. Chronika wird die wahren Shirai Ryu wiederbeleben. Glaub Chronika kein Wort. Sie nutzt deinen Zorn, um dich zu versklaven. So wie Quan Chi einst uns. Ich ließ den Zorn ziehen. Das rettete mich. Du musst dasselbe tun, um dich zu retten. Fight! Wissen, was dich wirklich antreibt. Nicht Shirai Ryus Stolz, sondern Frau und Kind. Harumi und Satoshi wurden mir genommen. Ermordet. Sie wiederzusehen, ist alles, was zählt. Derselbe Schmerz. Ich ging wegen ihm durch die Hölle. Chronikas neue Ära ist kein Heilmittel. Sie würde Shinnok wiederbeleben. Den Teufel, der den Tod über unsere Familie und Clan brachte, er darf nicht wiederkehren. Als ich die Shirai Ryu wiederbelebte, schwor ich, dass unser Clan das Erdenreich schützen würde. Hilf mir, den Schwur zu halten. Sünden ablenken würden. Diese hier beendet jetzt dein Elend. Jetzt stirbst du. Raiden ist in den Feuergärten. Gewinne Karons Unterstützung. Bring Raidens Armee zum Turm. Du musst. Du hast mein Wort. Die neuen Shirai Ryu sind würdig. Ihr Herz, nicht Blut, macht sie zu Kriegern. Sind deine Shaolin-Meister bereit?
Sie werden bis zum letzten Mann kämpfen. Ja, das wird wohl nötig sein. Wenn Charon uns nicht hilft, wird es zu keinem Kampf kommen. Gibt es Neuigkeiten von Großmeister Hasashi? Nein. Wenn wir nicht bald von ihm hören, kehre ich zurück ins Unterreich. Falscher Skorpion. Das verheißt nichts Gutes. Hol Raiden. Die Feuergärten stehen wieder. Die Shirai Ryu wurden wiederhergestellt. Warum bist du hier, Skorpion? Wo ist Großmeister Hasashi? Er ist tot. Und nun willst du uns erledigen. Ich verstehe dein Misstrauen, aber ich bin hier, um euch zu helfen. Das kann ich einfach nicht glauben. Fight! Verstehst meine Absichten. Wer hat dich hergeschickt, Skorpion? Mein zukünftiges Ich ist tot. Ich bin auf sein Geheiß hier. Großmeister Hasashi hat dich geschickt. Ich erfülle seinen letzten Wunsch. Charon wird eure Truppen auf Kronikas Insel bringen. Brechen wir auf. Hast du einen Beweis für Charons Angebot? Nur mein Wort. Dein Wort ist nichts wert. Ich habe im Turnier darauf vertraut, dass du Bi-Han verschonst. Doch du hast mich verraten. Ein Fehler begangen im Zorn. Ich will ihn wieder gut machen. Du lügst, Skorpion. Du bist ein Sklave und Kronika ist deine Herrin. Feind. Oh!
reden. Du musst zuhören. Verbreite deine Unwahrheiten woanders, Scorpion. Wir tappen nicht in Kronikas Falle. Es ist keine Falle. Charon erwartet euch bereits. Lord Raiden, wir sollten ihn anhören. Vielleicht sagt er die Wahrheit. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Jetzt, Scorpion, die Wahrheit. Raiden, halt ein! Tritt zur Seite, Liu Kang. Leg das Amulett ab! Seine Dunkelheit ergreift Besitz von dir. Wir haben keine Zeit mehr. Ich tue, was ich tun muss, um das Erdenreich zu retten. Bleib unten! Das ist nicht richtig. Scorpion ist dieses Mal nicht unser Feind. Liu Kang, halte dich da raus. Fight. Bring mich nicht dazu, Liu Kang. Die Reiche stehen auf dem Spiel. Ich muss für Ordnung sorgen, um sie zu verteidigen. Ich hätte es nicht erwartet. Doch die Wiedergänger hatten recht. Man kann dir nicht vertrauen. Ich brauche kein Vertrauen. Ich verlange Gehorsam. Genug mit dem Wahnsinn. Wenn du sterben musst, dann soll es so sein. Das ist schon mal passiert. Liu Kang, halte dich da raus. Du kannst Shao Kahn nicht bekämpfen. Liu Kang, halt! Genug mit dem Wahnsinn! Wenn du sterben musst, dann soll es so sein. Come on.
Ich war ein Narr, Liu Kang. Kronikas Marionette. Wir kämpfen nur, weil sie es so will. Ich muss ihm helfen. Es war falsch, an dir zu zweifeln. Auch ich war ein Sklave meines Zorns. Ich verstehe nicht, Lord Raiden. Kronika war der Grund für deinen Zorn? Ja, ich bin ihrem Einfluss erlegen. Doch unsere Konfrontation rief Erinnerungen hervor. Nicht nur aus dieser einen Zeitlinie, sondern auch aus anderen Zeitlinien davor. Moment mal, Zeitlinien? Mehrere? Kronika hat die Zeit schon unzählige Male neu gestartet, um zu lernen. Und sie perfektionierte dann ihren Plan. Die Details dieser Zeitlinien unterscheiden sich. Doch in jeder einzelnen entstehen zwischen mir und Liu Kang größere Streitigkeiten. Jedes Mal stirbt er. Nur Kronika hat die Macht, die Zeit und das Schicksal so zu steuern. Verstehe ich nicht. Warum nur? Ich weiß es nicht. Keine Angst. Kronika wird uns nicht mehr kontrollieren. Endlich erkennst du das Muster. Das Muster, aber nicht den Zweck. Warum hältst du mich gegen Liu Kang auf? Ist das nicht offensichtlich? Eure vereinten Kräfte bedrohen meine Vision für die Zeitlinie. Deine Intrigen werden Liu Kang und mich nicht weiter entzweien. Oh, Raiden. Glaubst du etwa, du hättest das zum ersten Mal geschworen? Ich habe aufgehört mitzuzählen, wie oft wir exakt dieses Gespräch in verschiedenen Zeitlinien geführt haben. Diese Zeitlinie wird anders enden. Wir haben alle möglichen Szenarien durchgespielt, Raiden. Du kannst nicht gewinnen. Du kannst es natürlich gerne versuchen. Nur ohne Liu Kang an deiner Seite. Genieße die letzten Stunden, Raiden. Sie sind alles, was dir bleibt. Liu Kang. Wo ist der? Kronika hat ihn auf ihre Insel gebracht. Wir müssen sofort los. Wenn wir die Reiche retten wollen, müssen wir Liu Kang retten. Ein neuer Look? Nur für mich? War nicht nötig. Was willst du von mir? Du wirst meinem Schutz dienen. Glaube ich kaum. Ich habe Shinnoks Zauberer gemeistert. Ich werde deine Seelenkraft der meinen hinzufügen und mich dann an Raiden ein für allemal rächen. Meine Freunde, Raidens Armeen kommen. Sie werden kämpfen und gegen uns verlieren.
Kriegsschiffe. Meine Fähren können keinen Krieg führen. Diese Flotte steht unter meinem Schutz. Wenn Charon fällt, kann unsere Flotte nicht in See stechen. Beschützt ihn um jeden Preis. Bereit zum Rammen! Mich dir helfen. Kronikas Versprechungen sind eine grausame Täuschung. Sie ist die Mutter von Shinnok. Er steckt hinter eurer Versklavung als Wiedergänger. Aber nein, sie ist Cetrions Mutter. Und Cetrion ist Shinnoks Schwester. In Kronikas neuer Ära wird Shinnok das Dunkel, das Cetrions Licht die Waage hält. Das wird nur geschehen, wenn die Reiche sich weiter bekämpfen. Was habe ich getan? Ich bin so dumm. Es ist nicht dumm, für das Wohl seiner Familie zu kämpfen. Es tut mir leid. Ich werde es wieder gut machen. Vorzubereiten. Ich kann nicht verlieren. Dein Untergang ist unausweichlich. Folgt.
Du eben Pech gehabt. Die Blutsee ist endlos tief. Du wirst für immer sinken. Yeah.
Neid und Ehrgeiz verzehren dich. So viel verschwendetes Potenzial. All das Gute, das sie mit der Kontrolle der Cyberlin Quay hätte tun können. Sie kontrolliert sie? Nicht Sektor? Dann ist sie mit ihnen verbunden. Sie folgen ihren Gedanken. Dann sollen sie ihr auch in den Untergang folgen. Unserer Küste. Ihr beide befehle ich die Armee, die den Brückenkopf verteidigt. Wo wirst du sein? Landansicht! Monikas Intrigen haben uns immer wieder gegeneinander aufgehetzt. Das muss enden, Liu Kang. Diesmal wird es das. Deine Kraft. Ist sie ein Geschenk von Kronika? Ein Geschenk an mich selbst, wenn man so will. Du hast deine eigene Seele geraubt. Deine eigene Natur pervertiert. Das habe ich von dir gelernt, Raiden. Bekämpfe den Feind mit allem, was nötig ist. Feind. Ich habe die Finsternis in mir besiegt. Das musst du auch tun. Dann wirst du mich töten müssen. Ich würde dich lieber retten.
Liu Kang? Der bin ich. Und irgendwie nicht. Was ist mit Raiden? Ein Teil von mir. Gebunden an meine Seele. Er hat mich zu einem Gott gemacht. Vorerst zumindest. Ein Gott? Unglaublich. Jetzt ist er eine Nummer zu groß. Er ist mein Wiedergänger. Ich habe sein Wissen über den Turm absorbiert. Ich weiß, wo wir das Stundenglas finden. Wir können Kronika schlagen. Tja, Not macht ja bekanntlich erfinderisch. Ich hätte nicht gedacht, dass Raiden mich überrascht. Unser Erfolg ist nicht mehr sicher. Wir müssen uns beeilen. Das heißt, dass es mir leid tut, Jackie. Und ja, verdammt, ich bin zurück. Thank you.
Trete zurück. Passiert. Es ist mir eine Ehre, an deiner Seite zu kämpfen. Mir auch, Liu Kang. Mir auch, Bruder. Mögen die Götterältesten uns schützen. Den Vorteil einer Neuerung. Doch sie kommt etwas zu spät. Jinsei des Erdenreichs durchströmt dich. Entfache damit dein Feuer. Thank you.
Lass es sein. Ich will dir nicht schaden. Mir schaden? Du hast mich bereits getötet. Mein Schicksal war besiegelt, als ich mich dir an Raidens Seite anschloss. Diesen Fehler wiederhole ich in der neuen Ära nicht. Fight! Unsere Verbindung war kein Fehler. Du und dein aufgeblasenes Ego. Ich habe nicht darum gebeten. Es wurde mir aufgedrängt. Ich hätte es sein sollen, Liu Kang, von Anfang an. Und dann Konika werde ich es sein. Fight! Zu Recht meine und Raidens vereinten Kräfte gefürchtet. Die Macht eines Halbgotts kommt nicht an die eines Götterältesten heran. Cetrion! Wie du wünschst, Mutter. Ja.
Herzen bei der Sache bist, Cetrion. Du kämpfst für den Traum deiner Mutter. Doch als Göttin der Tugend weißt du, dass ihr Gleichgewicht einfach Irrsinn ist. Hör auf mich, Cetrion. Er teilt nicht unsere Vision und Weisheit. Bitte. Die Reiche zu einem endlosen Krieg zu verdammen, damit ist niemandem gedient. Ich muss dem Willen meiner Mutter gehorchen, Liu Kang. Ich kann sie nicht enttäuschen. Fight! Dein Herz trügt dich, Cetrion. Ich bin gescheitert. Liebste Cetrion, du hast dich gut geschlagen. Doch es gibt noch etwas, das du für mich erledigen musst. Ja, Mutter. Ich verstehe. Die Reiche werden nicht in deinen endlosen Kriegen kämpfen. Bekämpfe mich weiter und deine Freunde sind verloren. Sie haben keine Zukunft, die nicht ich erschaffe. Die Zukunft, die du bietest, ist nicht lebenswert. Sie wird niemals eintreten. Fight! Thank you.
Unser Werk hier ist getan, Liu Kang. Lord Raiden. Ab jetzt nur noch Raiden. Du hast dich als würdig erwiesen, meinen Platz als neuer Beschützer des Erdenreichs einzunehmen. Lord Liu Kang. Und was machen wir nun? Du kannst jetzt den Sand der Zeit formen. Du musst das Stundenglas zurück zum Anbeginn der Zeit bringen und eine neue Geschichte erschaffen. Eine bessere. Das Schicksal aller Reiche in meinen Händen? Raiden, das schaffe ich nicht allein. Ja, du wirst jemanden brauchen, mit dem du die Ionen verbringen kannst. Kitana. Eure Schicksale waren immer miteinander verwoben. Wir sind in weiter Vergangenheit, aber nicht so weit, dass ich sie nicht erreiche. Kehre mit ihr zum Anbeginn der Zeit zurück. Forme den Sand des Stundenglases zu einer besseren Zukunft. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen, in der nächsten Zeitlinie. Dann sage ich nicht Lebewohl. Bist du bereit? Ja. Doch egal, wie wir den Sand formen, wir können nicht für alle Eventualitäten sorgen. Die Sterblichen treffen eigene Entscheidungen. Neue Übel werden aufkommen. Jedes Reich muss sein eigenes Schicksal wählen. Wir werden uns dem gemeinsam stellen.